Einen wunderschönen. Ich habe gerade zwei Videos gemacht und mir ist dann noch so eine durch den Kopf geschossen und ich habe gedacht, weil ich hier gerade so schön sitze und es Spaß macht und ich gerade in Stimmung bin, ich mache mit euch noch ein anderes Video. Das ist jetzt ganz spontan, das habe ich nicht vorbereitet. Ich habe da ja nicht großartig überlegt, was ich dazu sagen will. Ich möchte mich erstmal bei euch allen bedanken. Ich möchte mich bei Heinz bedanken, ich möchte mich beim Danny bedanken, ich möchte mich Robert bedanken, bei Sascha, bei Ben, alle die im Hangout mit bei waren, alle die unter meine Videos schreiben, alle die mich abonniert haben, alle die mich in Zukunft abonnieren werden, alle die mich geguckt haben. Ich möchte mich für das Feedback bedanken, was ihr mir gegeben habt, was ich verbessern kann, wie euch meine Videos gefallen und was ich noch machen könnte. Ich bedanke mich für ein Jahr, also jetzt ist ja ein Jahr rum, für das Jahr davor logischerweise bedanke ich mich auch, aber mir geht es jetzt nur um dieses Jahr. Ich bedanke mich bei euch für ein Jahr Treue und freue mich auf ein nächstes Jahr mit euch. Ihr habt gesehen, mein Kanal hat sich in dem Jahr 2015 jetzt entscheidend gewandelt. Ja, also, nee, wandelt nicht. Ich bin immer noch, wer ich bin. Mein Kanal ist immer noch das, was das ist. Es ist nur Zeug dazugekommen. Ja, es sind immer noch Spiele da. Es ist immer noch Hardware da. Es ist jetzt Dampfzeug dazugekommen. Es ist vermehrt Dampfzeug dazugekommen. Gebe ich auch zu. Ich bin auch gerade dabei, noch mehr Technik zu bekommen wieder. Es wird alles weiterkommen. Es werden immer noch Spiele kommen. Es werden Android-Apps kommen. Es werden auch noch wieder Root-Videos kommen. Es wird Dampfzeug kommen, es wird alles mögliche, Hangouts. Ihr habt ja gesehen, in 2015 kam einiges neu dazu. Nicht nur das Dampfzeug, auch Odin kocht war zum ersten Mal da. Es wird auch noch einen Odin backt geben in der nächsten Zeit. Das habe ich mir fest vorgenommen. Einige, mit denen ich privat schreibe, wissen das ja auch. Die Hangouts sind neu dazu gekommen. In dieser Form, wie sie jetzt sind. Ich hatte vorher immer nur mal ab und zu so spontan gemacht. Und mittlerweile mache ich es regelmäßig. Alle 14 Tage ist bei mir im Kanal Freitagabend ab 8 Uhr Hangout. Ich mache das echt gerne für euch, mit euch. Ja, ist ja nicht nur für euch, ihr macht ja so ja mit. Ja, das Feedback da im Hangout wird geschrieben, was das Zeug hält. Einige vom Chat sind schon in den Hangout mit reingekommen. Jeder ist da willkommen. Ich finde es toll. Ich finde es echt toll. Also das Feedback hat extrem zugenommen. Ich freue mich da sehr drüber. Jeder, an jeden fette Danke, der unter meinem Video drunter geschrieben hat. Ja, welches Video? Wenn es ein positiver Kommentar war, die negativen, wenn ich gedisst werde, die sind halt nicht so toll. Aber naja, ist halt so. Wir haben jetzt wieder fast ein Jahr geschafft. 2016 kommt. Für 2016 habe ich auch eine schöne Sache geplant. Ich hatte voriges Jahr oder Anfang dieses Jahr auch, es war voriges Jahr, wo ich es angesprochen hatte, wo ich es machen wollte, vom ersten bis zum letzten Stich. Das ist immer noch, das Projekt ist immer noch vorhanden. Im Kopf spielt sich das alles ab. Momentan geht es nicht. Ihr wisst, ich bin umgezogen. Ja, ich habe mir einen neuen Fernseher gekauft. Ich habe hier alles ein bisschen schicki gemacht. Weil meine Tochter lebt ja, wie gesagt, seit geraumer Zeit bei mir. Und da brauchte ich natürlich eine neue Wohnung. Also bin ich umgezogen. Auch 2015. Ja. Ist natürlich ein Raum mehr. Muss man ein bisschen mehr ausstatten. Dadurch ist viel Geld erstmal darin geflossen. Ich werde aber gucken, weil den Fernseher muss ich ja ohne abbezahlen, dass ich vielleicht ab, ich will jetzt diesmal nicht sagen, ab Anfang 2016 wird es definitiv nichts. Wenn ich ganz, ganz großes Glück habe, wirklich großes Glück habe und das alles so klappt, wie ich denke, dass es klappt, wird es vielleicht so weit kommen, dass Mitte 2016 vom ersten bis zum letzten Stich losgeht. Das wird auch eine ziemlich lange Serie. Das kann ich euch auch schon mal verraten. Wobei ich am Überlegen bin, ob ich das bei Odins Tests drin mache oder ob ich vom ersten bis zum letzten Stich in meinem privaten Kanal mitmache. In Odins Thron, der ist auf der Website, also im YouTube auch an der Seite drin, wo meine Autofahrvlogs sind, wenn ich mal einfach nur so Auto fahre, ohne was zu quatschen. Wird auch wiederkommen. Ich weiß noch nicht.
Weil die Arme werden voll gemacht, der Rücken wird voll gemacht, Bauch, Seite, Beine. Ich habe da so ein bisschen konzeptmäßig im Kopf. Das soll alles gemacht werden. Ich bin auch am Überlegen, ob ich Odin kocht in 2016 mit übernehme und vielleicht das ein oder andere Mal eine ostdeutsche Spezialität koche oder einfach eine Spezialität, ein ostdeutsches Essen koche mit euch. Ich bin jetzt nicht der begnadete Koch. Vielleicht koche ich einfach auch nur mal so aus Spaß, einer Freude, irgendwas mit euch. Ich weiß es nicht. Da bin ich stark am Überlegen. Wie gesagt, da bin ich immer auf euer Feedback angewiesen, wie ihr was findet und ob ihr sagt, das braucht man nicht nochmal haben, dann lasse ich das auch sein. Denke ich mal. Außer Sachen, die mir halt wirklich am Herzen liegen, die ich wirklich gerne mache. Wie die Hangouts zum Beispiel. Auch die wird es in 2016 weiterhin geben. Es wird auch weiterhin so bleiben, alle 14 Tage, Freitagabend ab 20 Uhr, mache ich ein Hangout. 2016 wird zusätzlich bei mir hier auch ein Dampferstammtisch stattfinden in meinem Ort, den ich organisiert habe. Sollte jetzt schon im Dezember der erste Stammtisch sein. Ich habe es leider nicht geschafft durch die Feiertage und hast nicht gesehen. 2016 wird es dann soweit sein. Ich werde noch Zettel ausdrucken lassen, die jeder unterschreiben muss, der dorthin kommt, wo drauf steht, dass ich dieses dann filmen werde und dass es unter Umständen möglich sein könnte, dass der oder diejenige im Video bei YouTube zu sehen ist. Denn ich werde dann da nur Ausschnitte zeigen und nicht da 3 Stunden am Stück oder was weiß ich filmen und dann 3 Stunden am Stück hochstellen. Ich denke mal, ich werde dann nur so Ausschnitte machen oder mal so einen Überblick, so ein 10-Minuten-Video oder was sowas. Ich weiß es noch nicht genau. Vielleicht mache ich oder wäre was ganz anderes draus, zusätzlich noch. Ich weiß es nicht. Bin da ja immer ein bisschen spontan und mache dann einfach das, auf was ich gerade Bock habe. Ja. Moment, erstmal einen Zug nehmen hier. Ja, 2016 wird dann wieder ein schönes Jahr. Ich habe da schon, wie gesagt, für Anfang 2016, für die ersten 2 Monate, habe ich schon einige Spiele in Planung, die ich umsetzen will für euch. Das entscheidende, was passieren wird hier auf meinem YouTube-Channel und in meinem Twitch-Kanal ist, dass ich hier ab und zu ankündigen werde, in 2 Stunden mache ich einen Livestream. In einer Stunde. Ich fange jetzt an, Livestream zu machen oder so. Und klatsche euch den Twitch-Link rein. Das ist twitch.tv, glaube ich war es, keine Ahnung. Odin unterstrich Ase bin ich da. Ich klatsche euch den Link einfach mal unten drunter. Da werde ich ab dem 18. Februar, da kann ich vernünftig streamen, da wird dann definitiv mehrmals und öfters gestreamt, wenn ich abends einfach mal so aus Fun ein Spiel spiele. Ich habe da keine Projekte geplant, dass ich da ein Let's Play mache oder eine wöchentliche oder tägliche Serie oder irgendwas dergleichen. Das ist einfach nur so ein Funding, so ein Spontanteil, was ich für euch denn mache. Wer denn Bock hat zuzugucken, guckt zu, wer nicht, denn nicht. Es ist einfach nur so. Wobei ich am Überlegen bin, ob ich diese Videos dann von Twitch auch zu meinem Zockerkanal, der auch verlinkt ist, Odin Zockt oder Odin Zocker, ich weiß nicht sagen, wie mein Kanal heißt, schicken werde. Das weiß ich noch nicht genau. Und irgendwann wird es ja auch möglich sein, dass es in Deutschland rechtlich möglich ist, YouTube zu streamen von der Konsole. Denn wird das, denke ich mal, auch vermehrt auf YouTube zu sehen sein. Wobei ich da auch am Überlegen bin, in Odins Tests will ich es eher nicht so ständig haben. Weil wenn ich dann abends da 3-4 Stunden oder 2 Stunden streame am Stück und dann auf einmal ein 2-Stunden-Video oder das automatisch gecuttet wird, da immer mal wieder so ein Spiel einfach so drin ist, ist auch Physik nicht. Schreibt mal in die Videobeschreibung, was ihr davon haltet. Ich bin da eher der Meinung, ich mach das dann bei Odin Zockt oder Odin Zockerin. Weil da hat es mehr zu suchen, weil hier bei Odins Test teste ich nur und mache meine paar Hangouts und ja, geht um mich halt. Aber so, wenn ich denn zu lange zocke, dafür habe ich ja extra eigentlich diesen Zockerkanal gemacht, wenn ich mal längere Zock-Session mache, dass ich die darüber streame. Ja, also so wird es dann sein.
Mich hat es gefreut. 2015 war nicht immer leicht, das Jahr für mich, muss ich auch dazu sagen. Ich habe auch ordentlich zugelegt. Da bin ich auch am überlegen, ob ich 2016 dann vielleicht doch mal langsam ins Fitnessstudio wieder gehe und ein bisschen runterhungere, weil wenn es so weitergeht, bin ich nicht mehr lange im zweistelligen Bereich vom Gewicht. Und ja, dreistellig will ich ehrlich gesagt nicht wirklich werden. Ja, aber viele, ist ja vielen auch aufgefallen, ich staune immer wieder. Einige von euch gucken die Videos wirklich sehr, sehr genau, was ich toll finde, wirklich toll finde. Ja, da ist schon einigen aufgefallen, dass ich seit Anfang des Jahres wirklich, ja so, oder seit vorher Jahr schon, wo meine Tochter zu mir kam, wo ich regelmäßig, wo meine Tochter dann bei mir gelebt hat, oder angefangen hat bei mir zu leben, durch das regelmäßige Essen, weil hatte ich ja vorher nicht, meine Fülle etwas zunimmt. Ein wenig, ein bisschen mehr schon. Und ist ja einigen aufgefallen, einige haben positiv darüber geäußert, dass es denen gefällt, also sagen, steht mir, einige sagen, bist du schon fett geworden, ist halt so. Mein Bart hat sich dieses Jahr auch schon ein paar Mal gewandelt, wie ihr gesehen habt, mal zusammen, mal ein bisschen auseinander, jetzt momentan, jetzt habe ich ihn gerade ein bisschen offen, weil ich in der Wanne war. In Zukunft wird er denn so sein, dass ich dann zwei Strähnen habe. Mit Bartwichse zusammengedreht, sieht er ein bisschen freundlicher aus, als wenn er hier so unten die Flusen hat, weil ich habe ja hier unten auch schon, lasse ich ja wachsen, damit er dann von unten ein bisschen Fülle bekommt und dann kann ich den auch wieder so machen, ohne dass es hier unten flusig aussieht. Der Bart wird bleiben. Ich bin auch am Überlegen wegen neuen Projekten, die ich plane. Es sind auch ein paar kanalübergreifende Projekte geplant im neuen Jahr. Das muss ich mit den entsprechenden Kanälen noch abquatschen. Aber so habe ich jetzt ehrlich nichts weiter zu berichten. Nur noch mal ein fettes Dankeschön an euch alle für das nette 2015 mit euch. Es ist natürlich noch nicht 2015 zu Ende, aber ich weiß nicht, ob ich nach Weihnachten dazu komme, noch dieses Danke-Video für euch zu machen. Ja, so werde ich es so nennen. Geil, genau. Ich werde nennen, Odin sagt Danke. Ich mache mal lieber die Jahreszahl mit hinter Odin sagt Danke 2015, weil ich werde dann, denke ich mal, nächstes Jahr auch machen. Nächste Konstante. Ich werde mich jedes Jahr bei euch bedanken und so Feedback vom Jahr geben und sagen, was für das nächste Jahr geplant ist. Das ist eine gute Idee. Mensch, habe ich gute Idee. Bin ich toll. Wie gesagt, auch euer Feedback ist gerne gesehen. Schreibt mir gerne drunter, ihr könnt mir gerne schreiben, was ihr gerne sehen wollt, was ich mal machen könnte. Ja? Auch guckt mal im Kanal, habt ihr ja Videos, Playlists und dann habt ihr Diskussionen. Da könnt ihr auch gerne mal drin posten, dann kriege ich auch direkt, wenn ihr jetzt irgendwas Spezifisches habt, wo ich kein Video zu gemacht habe und ihr wollt einfach mal eine Frage stellen oder irgendein Feedback abgeben, schreibt das bei Diskussionen einfach rein, ich sehe es und ich versuche auch dann schnellstmöglich zu antworten. Alle Fragen, die jetzt liegen geblieben sind seit November, das sind wirklich Haufen Fragen liegen geblieben oder Kommentare, die ich trotzdem nach und nach schon beantworte. Ich kämpfe mich von oben lang durch. Die werden alle noch beantwortet. Da braucht ihr keine Angst haben. Es tut mir auch echt wirklich wahnsinnig leid für die Kommentare, die ich bis jetzt noch nicht geschafft habe zu beantworten. Es ist halt zeitlich immer nicht gleich machbar, dass ich sofort antworte. Boah, ich muss mich mal anders hinsetzen hier. Ah, es ist, weil die Zeit ist halt knapp und ja, das ist halt echt scheiße momentan. Es kotzt mich selber auch an, dass ich nicht immer dazu komme. Aber wenn du frühst wach wirst und schon 99 plus oben in der Glocke steht und du dann anfängst zu bearbeiten und du willst eigentlich ein Video machen, wenn ich dann wirklich jeden Tag nur am Fragen beantworten bin, dann würde ich nicht dazu kommen, Videos zu machen. Und ich muss ja auch noch so Privatleben auch noch unter ihren Hut kriegen. Und deswegen habe ich ja auch schon in 2015 gesagt, was auch in 2016 übernommen wird, dass ich am Wochenende nicht arbeiten werde. Freitag, der Hangout-Tag, ist das Einzige, was ich mache. Und wenn ich mal wirklich spontan bin, vielleicht Samstag oder so. Kommt immer drauf an. Sonntagabend ist schon für mich nicht mehr Wochenende, Sonntagabend geht schon. Aber Freitag an sich ab Mittag, Sonnabend komplett und Sonntag den Vormittag bis Abend hin ist mein Wochenende. Da mache ich gar nichts.
Maximal, wenn irgendwas ein Paket kommt, ein Unboxing, wenn ich das unbedingt benutzen will oder drin gucken will, was da drin ist. Weil ihr wisst, manchmal kriege ich auch ein Paket und dann ist nicht ersichtlich, was das ist. Ja, von wem das kommt und dann ist man ja auch selber neugierig, ja. Ja. Ja, das soll es jetzt auch soweit gewesen sein. Ich wünsche euch allen, die Feiertage sind ja jetzt gerade noch, ich denke mal, das Video wird zum 25. online oder zum 26. online kommen. Ich muss mal gucken, weil ich habe die Planung jetzt nicht im Kopf, welches Video wann kommt, weil ich habe ja schon ein paar vorgeplant. Ich hoffe, ihr hattet alle einen schönen, fleißigen Weihnachtsmann. Ich hoffe, ihr kommt gut ins neue Jahr, weil ich weiß nicht, wie ich dazu kommen werde, jetzt noch Hangout oder irgendwas zu machen, weil nach der Weihnachtszeit, meine Mutter hat noch Geburtstag und hast nicht gesehen. Ich bin immer noch da, ich bin nicht aus der Welt, aber ich will es auf Sicherheit, zur Sicherheit will ich das jetzt hier gleich mit drin machen und euch hiermit allen ein frohes und gesundes neues Jahr 2016 schon mal wünschen. Rutscht gut rein, sauft nicht so viel und rutscht dann aus, weil das gibt Aua. Ach Quatsch, ist dem selbst überlassen. Ich habe mich gefreut, für euch Videos zu machen, mit euch Videos zu machen. Ich freue mich aufs nächste Jahr mit euch. Ich verabschiede mich. Ahoi, sagt euer Odin.